Mahlzeit, liebe Freunde und Damen, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play NHL 2007. So, das letzte Spiel haben wir ja knapp mit 4:3 gewonnen gegen die Eisbären Berlin. Jetzt müssten die Kassel Huskies nach Düsseldorf kommen und das war bis dato eigentlich immer eine schöne Schlacht, wenn ich mich zurückerinnere. So, nicht lange fackeln, wir starten direkt in das nächste Match. Und ja. Und ich sag mal bis später. Alles klar, es kann losgehen. Und ich habe gerade den Joe Akin Gage im Tor der Huskies gesehen. Von denen hatte ich mein Trikot. Schön Hedlund. Aber da war ich noch mit meiner Ex-Freundin zusammen. Ach, schade. Also wenn ich, soweit ich mich zurückerinnern kann, oh, schöner Check, haben die Huskies eigentlich immer in Düsseldorf gewonnen. Das war ein schönes Trikot. Ach, das ist ja noch sogar noch das alte Zeichen. Ah, nee! Auf der Brust haben sie das alte Zeichen und auf dem Bauch haben sie das neue Zeichen. Also zu dem Zeitpunkt war es das neue. Und Schneider! Ah, jei. Schön, Tori. Das würde ich auch schon gerade Torf sagen. Ah, Pfosten! Ach ja, stimmt, die sind ja in Unterzahl. Gut, abseits? Mhm. Auf der Brust das alte, auf der Bauch das neue Zeichen. Ulkig. So, Kreuzer! Und er trifft! Schön ins untere Eck. So gefällt mir das. So, ein alter Bulli! Und gewonnen. Eieiei, geblockt. What the fuck? Hedlund, 2 Minuten wegen Elbow-Check. Ja, nee, ist klar. Oh. Det musste natürlich nicht sein. Gut, 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 gut. Ach, da steht ja gar keiner. Mist. Wieso funktioniert meine Sprinttaste nicht? Puh, das war knapp. Unterzeit-Tor. Erstes Unterzeit-Tor sogar. Obwohl ich glaube, da war sogar noch eine Strafe dabei. Und damit verbuche ich mein 9. Saisontor. Und ich weiß nicht, wie viele Assists ich schon habe. Ey, ey, ey. Schön. Schmitty! 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 Ah, Kacke!
Okay. Ah, Mist. Ist ja fast nicht angekommen. Ach, Mann. Was? Ach, Schiri. Heidigs Blechle, ey. Der sieht aber auch alles. Gut, okay, dann mal wieder in Unterzahl. Oh! Schön. Knapp daneben ist auch vorbei. Oh, 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 oh! Huch! Dies war... Ja, 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 ja. Hat das denn bald? Mad Dog! Lass mich in Ruhe! Shit fucking car! Ui, die letzte Minute im ersten Drittel läuft ja schon. Mist. Jo, erster Drittel vorbei. Er steht 2:0. Schön. Beide Tore ins untere Eck. Naja, okay, das zweite Tor war jetzt nicht gerade im unteren Eck, aber auch ein schönes Tor. So, 2:7 Schüsse, 9:9 Schnecks, 4:3 Bullies. Oh, okay. Kassel ist besser als ich im Endeffekt. So, und wir sehen uns im zweiten Drittel wieder. Düsseldorf is up 2-0 as the second period gets started. The puck is about to be dropped. Von oben nach unten. Abseits. Wer hat eigentlich diese blöde Abseitsregelung erfunden? Die ist doch kacke. Ich könnte sie zwar ausstellen, aber was wird mir das bringen? Ey! Tja, so kann das gehen. Wir dürfen uns definitiv auf der 2:0 Führung nicht ausruhen. Am besten nur einen draufsetzen. Ah. Was für ein Ding? Hallo? Ach komm! Ja, aber wenn das der Computer macht, dann kriegt er keine Strafe dafür. Nur wenn ich das mache. Ja, natürlich. Nee, 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 nee. Asani. Und schon wieder Strafe. Ein Strafenfeil, aber... Heidis Blechle. Alter Schwede. Bulli und Tor, das wär's doch jetzt. Ah, knapp. Knapp, knapp. Hallo, danke. Ja, und damit steht es 3:0. Oh,
Und diesmal ging es ins obere Eck. Und Trent Magnussen, von dem will ich ein Tor sehen. Schade. Ferrari. Und schon wieder. Herrlich, die Bank bei den Huskies wird voll. Komm, Grumpy, lauf! Mist. Wäre ja noch schöner gewesen, wenn die jetzt getroffen hätte. Irgendwie sind die Husky-Spieler oder generell eigentlich alle Computerspieler schneller als ich. Und damit ist der Hattrick gefallen. Für das Ding von Kreuzer. Hier zu 0. Schön. Oh. Und da habe ich immer gekriegt. Passen! Ey, warum funktioniert teilweise die Passtaste nicht? Jetzt funktioniert sie wieder. Ganz toll. Hallo! Ey, ich drück auf die Passtaste und der macht nichts. Verdammt, ich nur eins. Nee. Ich sag dazu jetzt mal nichts, was ich gedacht habe oder was ich gehofft habe. Aber schönes Tor. 4-1. Ich verstehe das nicht, warum teilweise die Tasten hier nicht funktionieren. So, jetzt funktionieren sie wieder. Oh, schon wieder Strafe. Na, Prost Mahlzeit. Jetzt funktioniert die Passtaste wieder nicht. Oh, ist doch echt zum Kotzen. Jetzt funktioniert sie wieder. Wenigstens funktioniert die Schusstaste. Abseits. Ja, natürlich. 2 Minuten wegen Spielverzögerung. Normalerweise.
Aber ich glaube, das gab es ja da noch nicht. So, zweite Drittel vorbei. Es steht 4:1. So, wie sieht die Statistik aus? 9 zu 14 Schüsse, 26 zu 29 Checks, 8 zu 12 Bullies und 5 Minuten 18 zu 3 Minuten 23 in der Offensive. 8 zu 8 Strafminuten. Naja, gut. Warum ist Kassel eigentlich besser in der Offensive als ich? Keine Ahnung. So, also, wir sehen uns zum letzten Drittel wieder. Kann Kassel nochmal rankommen? Oder setzt die DEG noch einen drauf? So, Holland. Ui, der ging ein bisschen daneben. Und... Ah. Ach, schade. Oder... 4-2. So kann es sagen, 2-0. Aber schön herausgespielt. Ich schaffe es nicht zu 0 zu spielen. Ich schaffe es einfach nicht. Aber das war ja bei NHL 9 genauso. Da hat es ja auch ewig und drei Tage gedauert, bis ich da das erste Mal zu 0 gespielt habe. So, Reimer. Und Reimer trifft zum 5 zu 2. Sehr schön. Oh, die versuchen wieder Doppelpass. Die versuchen Doppelpass. Ach, zum Glück nichts rausgebaut. So, Trent Magnussen. Wow, 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 wow. Das könnte... Doch nicht. Ach nee, wenn ich alleine vom Tor stehe und dann gefoult werde, stimmt. Dann kriege ich ein Penalty. Eieieiei. Hallo, abseits. Ja. Das Tor gehört Holland. Da hat man es mal genau gesehen. Weil der da schön mit dem Stock dazwischen gefuchtelt hat. What the fuck? Was war das denn? Gerade jedes Bulli. Oh, und so noch eine Schlägerei. Komm, Chris Schmidt, mach ihn fertig. Ab ins Körbchen mit dir. Na komm, 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 mach ihn fertig. Jawoll. Wunderbar. So, Kreuzer, ich glaube, das ist wohl der Spieler des Tages mit seinem Hattrick. Oh,
Nein! Und Dani Kreuzer verbucht sogar seinen 4. Treffer. Ist das zu glauben? Wunderbar, 6:2. Und noch knapp 9 Minuten zu spielen. Vier Tore. Wann hat man das zuletzt mal gesehen? Na, ach, schade. So, Magnussen. Ja, Magnussen, schön. Schön daneben, gezimmert. So, Magnussen erneut. Ja. Das war eine vergebliche Torschance. Schade. Jetzt habe ich gerade mal versucht, einen Doppelpass zu machen. Oh, 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 oh. André Trefilov, ja, natürlich. Das war nun wirklich nicht ernst gemeint. Der wollte nur den Puck weghaben. Wow, was geht denn hier ab, ey? Shit. Natürlich, die dürften Haken klammern und weiß der Kuckuck was alles, ne? Natürlich. Oh. Oh, kriegen wir noch ein Türchen? Ach, schade. Ich hab da unten keine. Ach, Scheiße. Vicky. Natürlich, und schon wieder geklammert, gehakt und keine Strafe. Knapp daneben ist auch vorbei. Eieieiei. So, damit haben wir auch dieses Spiel gewonnen. Huch. Noch 3, noch 2, noch 1. Gewonnen! 6:2. Obwohl ich mir ein Shootout gewünscht hätte. Und es sah ja am Anfang auch so aus. Aber nun gut. Hat halt nicht sollen sein. Ja, 4 Tore, 0 Assist. War ja auch nicht anders zu erwarten. Da sieht man es aber ganz genau. Holland versucht den Puck rauszukriegen und passt somit ungewollt zum gegnerischen Spieler von der Huskies und der hat natürlich dann leicht gespielt. So, 17:21 Schüsse, 45:49 Check, 14:17 Bullies, 7 Minuten 38 zu 5 Minuten 46 in der Offensive, 25:25 Strafen. Und nein, da waren wir ja ziemlich gleich. So, die 3 Stars. Dani Kreuzer, 4 Tore, 0 Assist. John Lutron, 4 0 Tore, 4 Assist. Und Martin Korte, 1 Tor, 2 Assist.
So, ich beende jetzt erstmal die Aufnahme. Wie gesagt, ansonsten stürzt das Spiel ab und das wollen wir nicht. Und zwar bis gleich. So, und da sind wir wieder mit Florian Jung hat eine schlechte Serie. Oh, Berlin ist jetzt auf dem ersten, auf dem zweiten. Mit 4 Punkten Vorsprung. Rückstand. So. Kassel jetzt wieder auf dem dritten. Mannheim auf dem sechsten, die ja auch zeitweilig auf dem zweiten waren. Und jetzt ist er gegen Frankfurt dran. 3 neue E-Mails, aktuelle Serien. Die besten Augsburg, Thorsten Fendt, Krefeld, Herbert, Vasiljev und nochmal Krefeld, Shane Wright. Ja, der hat auch mal bei der DEG gespielt. Die schlechtesten Serien, Augsburg, Jamie Filipovic, Eisbären Berlin, Marc Buffet, Eisbären Berlin, André Renke und Hannover Scorpions, Andreas Marcinez. Farmspieler. Let's Play, Sie sollten vielleicht Farm im Brennsturm aufrufen, anrufen. Er wäre vielleicht sicherlich eine Verstärkung für Ihr Team. Meinen Sie? Großartige Leistung. Ich kann es gar nicht fassen, wie gut Jean-Luc Rompier in letzter Zeit spielt. In unserem aktuellen System entwickelt er sich großartig und scheint eine großartige Saison vor sich zu haben. Sein hervorragendes Spiel wirkt sich auch spürbar auf seine Teamkameraden aus. Na, bitteschön, wer sagt es denn? Das Einzige, was fehlt, sind die Tore bei ihm. So, ich beende die Aufnahme. Ich muss mich jetzt langsam fertig machen. Ich hatte ja heute Morgen schon angekündigt, dass ich heute Abend nicht da bin. Und ja, ich muss nur einiges sagen. Also, bis dann. Tschüss.